Am 1.4.2022 brachte Reddit ein Event zurück. Eine 2000x2000 weiße Leinwand, wo jeder im Internet einen Pixel platzieren kann. Und das mit einem Cooldown von jeweils 5 Minuten. Alleine hat man keine Chance. Doch als Gruppe schon eher. Und so sind in kürzester Zeit Gruppierungen entstanden. Allianzen haben sich gebildet. Internet-Trolle haben ihr Unwesen getrieben. Und Anführer haben ihre Armeen in die Schlacht gestürzt. Das ist die Story vom größten Krieg der Internetgeschichte. Doch erstmal zurück an den Anfang. April-Scherze auf Reddit haben eine ziemlich lange Reise hinter sich. Beispielsweise gab es zum 1.4.2015 das r/TheButton-Event. Redditor bekam einen Knopf angezeigt, der von 60 Sekunden runterläuft. Die Regeln? Jeder User kann den Knopf einmal drücken. Hat ein User sich geopfert, wird der Timer dafür auf 60 zurückgesetzt. Die Person kriegt außerdem einen farbigen Banner neben dem Namen, repräsentativ für die Sekundenanzahl, in der der Knopf gedrückt wurde. Allein durch dieses Event entstanden Gruppen wie die 60s. Leute, die sich zur Aufgabe machten, sofort bei Sekunde 60 zu drücken. Die roten Wächter. Ihre Aufgabe ist es zu verhindern, dass der Timer jemals die Null erreicht. Die graue Hoffnung. Ihre Philosophie war, der Versuchung, den Knopf zu drücken, zu widerstehen, mit der Hoffnung, dafür Reddit-Gold zu bekommen, wenn das Event vorbei ist. Dazu gab es ganze Religionen und philosophische Ansätze darum, was das frühe, späte oder gar nicht drücken über einen aussagt. Versuchung und so. Der User mit dem Namen TheButton wurde schließlich zum Propheten ernannt und das Experiment endete nach ca. 2 Monaten. Und das war gerade mal eines der vielen Reddit-Experimente. Und am 1. April, 2 Jahre später, wurde das allererste r/Place-Event ins Leben gerufen. User konnten ca. jede 5 Minuten einen beliebigen Pixel platzieren, auf einer 1000x1000 Leinwand. Alleine? Keine Chance. Aber als Gruppe konnten die ersten schönen Kunstwerke entstehen. Verschiedene Nationen bauten ihre Länderflaggen auf, während in den Ecken einfach nur eine beliebige Farbe gespammt wurde. Andere Redditor taten sich zusammen und malten eine riesige Regenbogenstraße aus Mario über die ganze Leinwand, welche alles auf ihrem Weg bunt macht und schließlich von He-Man gedeepthroated wird. Communities von Spielen und Franchises taten sich zusammen und kämpften um einen Platz für ihr Logo auf der Leinwand. Aber nicht alle waren so friedlich. Die Blue Corner Partei wollte einfach nur aus einer Ecke heraus alles zerstören. Das alles vernichtende schwarze Void ebenso. 4chan schrieb ein Skript, um die LGBTQ-Flagge zu raiden, und Deutschland dachte sich, es wäre witzig, Frankreich das 4. Mal in der Geschichte der Menschheit zu stürmen. Und als der Regenbogenstrahl kam, ging der Frankreich-Deutschland-Kampf zu Ende und gründete mit viel Liebe Europa. Es gab natürlich auch ziemlich gute Artworks, wie zum Beispiel die Mona Lisa oder die Sternnacht von Van Gogh. Und was steht hier genau? Somebody wants to... Moment mal. Ein Reddit-User wollte seiner Freundin sogar auf der Leinwand einen Heiratsantrag machen und die Leute waren so nett und schrieben ihn für ihn. Fuck, I hate you, Lisa, you cunt bitch. Lol. Am Ende wurden noch untereinander Verträge unterschrieben, dass man sich gegenseitig helfen soll, anstatt alles kaputt zu machen. Und so endete das erste r/Place-Event nach 72 Stunden. Die Events der nächsten Jahre wurden eher weniger gut aufgefasst. In r/Sequence sollten Redditor mit aneinandergereihten GIFs ihre eigenen Stories erstellen. Daraus entstanden zum Beispiel solche Klassiker. Hey, you, you're finally awake. Kurz gesagt, nach jedem neuen Experiment hieß es, r/Place war besser. Ein paar schlechte April-Experimente von Reddit später kam 2022 schließlich eine Ankündigung. Und am 1.4.2022 passierte es endlich. Die Spiele wurden eröffnet. Und der erste Pixel wurde platziert. Koordinate 420, 420. Und wie gewohnt fing eine Vielzahl an Ländern an, riesige Flaggen quer durch den Canvas zu malen. Mit dabei Deutschland in Höchstgeschwindigkeit, Ukraine bekam ziemlich viel Liebe ab und ein paar Länder alliierten sich sofort. Wie zum Beispiel die Nordische Union, vor allem weil ihre Flaggen verdächtig gleich aussahen. Die Leute waren diesmal vorbereitet. Doch eine Sache war diesmal anders. Streamer. Streamer hatten eine riesige Armee hinter sich, konnten gezielt und schnell zuschlagen, waren aber relativ schnell wieder weg, nachdem auch der Streamer offline ging. Länder und Communities hingegen waren konstant, dafür aber nicht so mächtig und koordiniert wie die Streamer. Und als Ein-Mann-Armee hattest du so gut wie keine Chance. 3 Stunden Arbeit. Endlich fertig. Eines der größten Livestreamer zu der Zeit war XQC. Sein erster Angriff war gegen die Oso-Community. Diese bekam davon mit und schaffte es, ihr Logo ganze 4 Mal gegen 200.000 Zuschauer zu verteidigen und wieder aufzubauen. Sie waren koordiniert. Jeder verteidigt seinen zugeschriebenen Pixel. Und so bekam sie innerhalb kürzester Zeit den Ruf der Unzerstörbaren und keiner traute sich mehr, sie anzugreifen. XQC befahl seiner Armee mehrmals von jedem, die Artworks zu zerstören. Und damit zog er von den anderen Communities nicht gerade wenig Hass auf sich. I have gotten more threats in an hour than I've gotten in 6 years combined.
Und die Armee des Voids war diesmal auch zurück. Mit verschiedenen Propagandaplakaten und Werbevideos warben sie neue Leute an, die ihnen dabei halfen, den Schwarm zu erweitern, um alles auf der Leinwand zu verschlingen. Take action now and place your fucking pixels. Ihr Zentrum war das Mother Void, ein riesiges Monster als Zentrum des Übels, um alles um sie herum zu verschlingen. Typische Ziele waren Länder und Artworks, die ihnen einfach nicht passten, und natürlich die von den meisten Gaste Furry Community. Verschiedene Gamer-Communities versuchten sich derweil auf dem Canvas zu verteidigen. Auch die Leute von Genshin Impact hatten zahlreiche Probleme mit ihrem Logo. G-Shit-Sex-Schreck. Und dann gab es noch einen Angriff von John Dillamant obendrauf. Ah ja, das ist eine dänische Kinderserie über die Probleme eines Mannes mit einem riesigen Genital, was auch sonst. John! Und langsam merkten die Leute immer mehr, dass Verbündete gar nicht so schlecht sind und schlossen auf verschiedenste Weise Frieden untereinander. Die meisten platzierten Herzen an den Ländergrenzen. Argentinien und Portugal nahmen Messi und Ronaldo, Indien und Dänemark mit Schwan und Elefant oder die belgische Statue mit dem Delfin. Oder der deutsche Bundesadler mit stetig wachsenden Muskeln, der typisch belgisches Bier in den Mund geschüttet bekommt. Doch eine neue Armee, die größte Gruppierung von allen, zeigte sich nun auf der Leinwand. Sie waren überall und absolut unaufhaltbar. Among Us-Figuren versuchten sich wirklich überall zu verstecken, egal wo man hinsieht. Teilweise bestanden ganze Artworks nur noch aus Among Us-Figuren. Ihr Anführer war der riesige Among Us-Cock, der alles auf der Leinwand Stück für Stück besamte. At here, calling all members to defend against the Among Us-Cock, this is an emergency. Aber erstmal hier ein kleiner Exkurs in die verschiedenen Arten der Among Us-Figuren auf der Leinwand. Der versteckte Among Us. Among Us. Die Among Us-Horde. Der wirklich gut versteckte Among Us. Loch Among Us. Creeper Among Us. Oh man. Hintergrund Among Us. Among Us, Among Us, verbotener Schweizer Snack, Among Us Turm, Osas, United Source of America, Ultra Rare Traktor Among Us, Among Us Roboter. Oh my, wait, oh my god, I see them now. Wenn man einmal anfängt, die Among Us Figuren auf der Leinwand zu sehen, gehen sie einem nicht mehr aus dem Kopf. Können Sie mir beschreiben, was Sie hier sehen? Among Us. Okay, und was erkennen Sie auf diesen Bildern? Among Us. Am Ende wurden auf der Leinwand über 2800 Among Us-Figuren gezählt. Leute haben sich ganze Among Us-Trinkspiele ausgedacht. Irgendwo reinzoomen, wenn eine Among Us-Figur zu sehen ist, trinken. Und am zweiten Tag passierte etwas Unerwartetes. Die komplette Leinwand wurde verdoppelt. Und die allerersten, die diesmal ihr Territorium erweiterten, waren die Deutschen. Diese hatten einen ganz besonderen Ruf auf der Leinwand. Und denn innerhalb der ersten paar Stunden hatten diese ein ganzes Diagramm fertig, wie man sich untereinander zu organisieren hat. Inklusive einer freiwilligen Nachtwache, die die Verteidigung der Pixel zu den späten Stunden übernimmt. Willst du nicht mal schlafen gehen? Nein, ich muss den Among Us Cock abwehren, Dad. Dementsprechend war es auch das einzige Land, was es sich erlauben konnte, die anderen Länder mit einem riesigen, allbekannten, sprich Deutsch, du Hurensohn, zu beleidigen. Auf der neuen Leinwand schoss außerdem der riesige Among Us Cock durch die Gegend, das Void bildete sich erneut und die Armee des grünen Gitters konnte sich nach rechts erweitern. Green Lettuce. Eine Gruppe beschützender Leute, die mit ihrer geballten Kraft Platz schafften, damit kleinere Gruppierungen und weniger mächtige Pixeler sich darin platzieren konnten. Für insgesamt 30 kleinere Communities wurde somit ein sicherer Ort auf der Leinwand geschaffen. Ein bisschen weiter drunter konnte sich außerdem die Fuck Cars Community breit machen. Leute, die keine Autos mögen. Die wurden relativ schnell zu Fuck Ears gemacht. Und so wie es kommen sollte, erweiterte sich der Canvas nochmal um das Doppelte. Und ein paar neue Farben wurden hinzugefügt. Und neben dem Fakt, dass Frankreich und Deutschland wieder relativ schnell waren, fing Streamer diesmal an, sich untereinander zu bekämpfen. Und somit entstand der große r/place2022 Streamer-Krieg. Die Kurzfassung. Ein großer französischer Streamer, Kametto, baute eine XXL-Frankreich-Flagge unten links hin. Drei andere Streamer fanden diese zu groß und wollten gemeinsam den Eiffelturm mit Hasbulla bombardieren. Kametto wollte dann verhandeln. Let's negotiate, let's talk, please, we want peace. Doch daraus wurde nichts und der Krieg um die französische Flagge ging weiter. We will never surrender. Frankreich hat sich daraufhin mehrfach verteidigen müssen und das gegen 28 Länder auf einmal, sodass sie mehrfach beschuldigt worden sind, eine Vielzahl an Bots zu benutzen. Doch die große Macht der Franzosen lag eher daran, dass ein französischer Präsidentenkandidat das hier tweetete. Und das heißt sowas wie Baguette en griffe face Bulla.
Mit dieser noch größeren Armee war Frankreich schließlich zu mächtig und die Streamer suchten sich ein neues Ziel, die Brownies. Kurzer Exkurs, Brownies, eine erwachsene Community, die absolut vernarrt in die Kinderserie My Little Pony ist. Und die waren bei den meisten Leuten auf r/plays sehr unbeliebt. Die ganze Situation schaukelte sich hoch. Leute haben in ihren DMs Drogen bekommen, weil sie die Pixel von anderen zerstörten, und die Reddit-Mods wurden daraufhin beim Cheaten erwischt und bannten dann alle, die darauf aufmerksam machten. Die Mods hatten nämlich keinen Cooldown. Ein paar Mistgabeln und Fackeln später und alles endete wie immer in einem riesigen Void. Doch neben dem großen Streamer-War gab es auch ein paar kleinere Kriege auf der Leinwand. Das Gemeinschaftsprojekt der University of California wurde mehrmals zur University of Gay Porn gemacht. Bruder, was zum 4chan kam diesmal wieder auf die Idee, die Transgender-Flagge zu raiden. Nicht indem sie einfach schwarze Pixel drüber legten, sondern im Namen der Transgender-Flagge Krieg mit anderen Ländern anfingen, mit der Hoffnung, dass diese aus Wut zurückschlagen. Die Augen vom One Piece-Logo wurden das ganze Event lang von Leuten geraidet, die Augen von Sans aus Undertale abgebildet haben wollten. GameStop.com wurde mehrmals angegriffen und zu GameStop.com gemacht. Der Hund hier verlor seinen Freund und wurde sehr traurig. Oh shit, here we go again. Und SpaceX hatte auch eine sehr interessante Story hinter sich. Endlich, da fliegt die Space-6-Rakete. Und die Uhrzeit auf dem Turm zeigte mehrmals eine sehr falsche Zeit an. Franzosen haben nonstop versucht, alle möglichen ein Baguette in die Hand zu malen und die Merkel-Hände hat es am Ende auch erwischt. Angela Merkel. Counter-Strike mochte Fortnite überhaupt nicht und Brasiliens Kunstwerke wurden mehrfach mit einem 7:1 ergänzt. Doch auch wenn nonstop rumgetrollt wurde, gab es auch sehr schöne Kunstwerke, die auf der Leinwand gelandet sind. GameStop hatte eine ewig lange grüne Linie an Anlehnung zu GameStop to the Moon durch die Leinwand, unter der Leinwand hindurch, über eine Brücke bis zum Mond gezogen. Ganze Gemälde aus der Kunstgeschichte wurden nachgemalt und Leute haben zusammen sogar Animationen bekommen. Free bro. Bodybuilding-Legende Sis hatte Among Us Bauchmuskeln. Among Us! Oh, und was macht dieser QR-Code hier? Und der hier? Die logischsten Argumente gegen Veganismus. Und während diese ganzen Meisterwerke kreiert wurden, hat Kanada es nicht hinbekommen, das Ahornblatt auf ihrer Flagge zu formieren. Bananas. Und die Leute wurden darauf aufmerksam und das wurde zu einem ziemlich großen Meme auf Reddit. Weshalb die Kanadier es dann noch schwerer hatten, ihr Ahornblatt fertig zu kriegen. Und Deutschland klatschte aus dem Nichts innerhalb ein paar Minuten ein perfektes, symmetrisches Ahornblatt hin. Es gab auch Artworks in Ehren von verstorbenen Personen, wie zum Beispiel dem Synchronsprecher von Iroh aus Avatar, was sich allein deshalb keiner traute anzugreifen, außer Among Us. r/plays hat es außerdem mehrmals in den News geschafft und Art hat sogar einen Ehrenplatz auf der Leinwand bekommen. Doch nach 4 Tagen gab es einen Plot-Twist. Man konnte nur noch weiße Pixel platzieren. Und somit wurde Frankreich als erstes ausgelöscht, weil weiße Flagge und so. Und nachdem auch die Brownies vernichtet wurden, wurde eine letzte Among Us-Figur geformt und der 4 Tage lange Kampf um die Pixel löste sich vor den Augen aller Teilnehmer auf. John? Leute haben danach noch verzweifelt versucht, die Kunstwerke anderer als NFT zu verkaufen und einer hat die neu optimierte Kanada-Flagge mit ins Stadion genommen. Ein Astronaut unterschrieb ein Porträt von r/plays und hier und da gab es noch Versuche, das Event nachzustellen. Ein paar Schulklassen nahmen sogar r/plays als Beispiel für Konfliktmanagement. Wie argumentiert ihr, wenn euch ein Amogus-Cock angreifen will? Und somit endet die Geschichte von r/plays. Ein Event der Freundschaft und des Zusammenhalts. Na, es ging um den Among Us-Cock.